Ja, hallo ihr Lieben. Ja, da bin ich schon wieder und versprochen heute zum letzten Mal. Aber ich hatte ja angekündigt, ich habe etwas vor und das möchte ich euch jetzt gleich erzählen. Vorher möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich habe ja heute Morgen die Zauberstäbe ausgepoppt. Ja, nicht drauf achten, ich habe gerade noch lackiert und geleimt und ja, Sticker geklebt und das ist einfach nur der Kleber noch ein bisschen. Aber ich wollte jetzt schnell noch dieses Video abdrehen. Ja, auf jeden Fall, das sind die Zauberstäbe von heute Morgen, die ich dann auch schon bearbeitet habe. Und ich finde die so toll. Hier habe ich einfach nur Sticker drauf geklebt. Hier habe ich noch ein paar Strasssteinchen dazu geklebt. Also ich finde die richtig, richtig cool. Hier habe ich Schlüssel drauf geklebt, auch Sticker. Und hier nochmal Strasssteine. Die bekommen natürlich alle noch einen Schlüsselring und ein Gebamsel. Jo, das sind die Zauberstäbe, die finde ich richtig cool und diese gehen jetzt in den Shop. Aber das ist jetzt nebensächlich, denn ich habe etwas ja, für euch vorbereitet. Und zwar, ich bin jetzt so oft gefragt worden, ich würde ja so gerne mit dir teilen, du machst so tolle Resin-Teile, was mich sehr, sehr freut, wenn ihr mir das sagt. Das finde ich natürlich richtig, richtig toll. Und darum habe ich mir was einfallen lassen. Wie gesagt, ich bin jetzt so oft gefragt worden, oh, du machst so schöne Teile und ich hätte gerne dies oder jenes, aber ich habe ja keine Resin-Teile, die ich mit dir tauschen kann. Würdest du denn auch gegen ein Goodie-Bag oder gegen ein Pocket-Letter oder tauschen? Und ja, das mache ich sogar sehr gerne. Also, ich habe jetzt mal ein paar Teile gegossen und zwar nur für euch zum Tauschen. So, wie stelle ich mir das vor? Also, ich stelle mir das folgendermaßen vor. Ich habe zum Beispiel immer Sets erstellt, weil ein Anhänger finde ich jetzt ein bisschen wenig. Aber ich habe zum Beispiel hier dieses Set erstellt. Da haben wir diesen süßen Hasi mit der Schlaufe und dazu gehört dann dieser Anhänger und da sind zwei Resin-Teile dran verarbeitet. Genau. So, das wäre dann ein Set, was ich euch dann zum Beispiel anbieten würde zum Tauschen. Also, ihr bekommt zwei Resin-Teile im Set und ihr könnt mir dafür, ja, was könnt ihr mir schicken? Das will ich eigentlich gar nicht wissen. Ich lasse mich da völlig überraschen. Sagen wir mal, ihr schickt mir das, was euch diese Teile wert sind oder wert waren. Es gibt nur eine Bedingung oder besser gesagt einen Wunsch, den ich habe. Ein Teil in diesem, sagen wir mal, in dieser Ü-Post sollte ein Teil sein, welches ihr selber gebastelt habt. Ob es jetzt ein Pocket Letter, ein Goodie Bag, eine Schüttelkarte, ein Paperclip, egal was, es ist vollkommen egal, was ihr macht, aber es sollte selbst gemacht sein. So, das ist meine Bedingung und was ihr dann noch dazu packt, ob ihr noch Goodies dazu packt oder. Da lasse ich mich vollkommen überraschen. Es gibt keinen Betrag, den ich vorgebe oder sonst etwas. Ich freue mich über alles, das wisst ihr. Und ja, das ist so meine Vorstellung, wie ich das gerne machen würde. Und ich hoffe, das gefällt euch. Ich habe hier ein paar Teile, wie gesagt, extra dafür gegossen. Die werde ich euch jetzt der Reihe nach zeigen. Und dann dürft ihr mir eine E-Mail schicken, wenn ihr Interesse an diesem Set habt. Also wie gesagt, die Teile kommen immer im Set. Und wenn ihr Interesse an diesem Set habt, dann dürft ihr mir das gerne schreiben. Per E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Die findet ihr wie immer unter diesem Video. Im Betreff bitte Resin-Tausch angeben.
oder Tausch mit mir. Genau, gebt einfach im Betreff Tausch mit mir an. So wird auch dieses Video ja heißen. Und ja, alles andere, ich melde mich dann bei euch. Wer als erstes schreibt für ein gewisses Set, der bekommt dieses Set. Dem nächsten muss ich dann leider sagen, sorry, ist schon vergeben. Also, ja, wenn ihr wirklich Interesse an einem der Teilchen habt, dann müsst ihr ja wahrscheinlich schnell sein. Ich werde mich aber bei jedem melden und sagen, sorry, ist vergeben oder ja, ist noch zu haben. Ja, und ich denke, jetzt habe ich genug gequatscht. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, einfach Kommentar unter das Video und ich antworte gerne. Und jetzt zeige ich euch erstmal die Teilchen, die ich für euch gemacht habe. Ja, und wie gesagt, solltet ihr Interesse haben, E-Mail mit dem Betreff Tausch mit mir. Und ja, und ich melde mich dann bei euch. So, ich schiebe jetzt die hübschen Teile erstmal hier aus dem Bild und ja, zeige euch dann nach und nach die Sets. Genau, als erstes haben wir dann diesen zuckersüßen Hasi. Der ist so, so süß. Da habe ich hier Strassblümchen aufgeklebt und wie ja in meinem Update schon erwähnt, ich habe hier eine Schlaufe dran gemacht, weil ich mir den jetzt als Anhänger zum Beispiel für den Osterbaum vorgestellt habe oder ja, für irgendeine Osterdeko, weil sowas hängt man sich ja nicht an den Schlüsselbund, es sei denn, man ist total verliebt in Hasis, gibt es natürlich auch, dann dürft ihr euch den natürlich auch an den Schlüsselbund hängen. Also, was ihr damit macht, ist natürlich euch überlassen, aber ich habe mir den jetzt einfach so mal vorgestellt als Anhänger für als Osterdeko, weil dieser Hasi, der ist so, schaut, der ist so zuckersüß. So, und dazu gehört dieser Anhänger. Das ist das zweite Teil aus diesem Set. Und da habe ich verarbeitet eine von diesen super süßen Glitzertaschen in Bordeaux-Rot und einen Schuh. Und das ist ein Anhänger. Da gehört auch der Ring dann dazu. Ja, und das finde ich auch richtig süß. Da habe ich Strasssteinchen geklebt. Jo. Genau, das wäre dann das erste Set oder dieses Set. Ich nummeriere die nicht, dann komme ich völlig durcheinander. So, wir bleiben erstmal bei den Osterteilen. So, dann habe ich dieses. Das ist ein Anhänger. Das ist dieser süße Hase hier. Ach ja, die Teile sind von wie immer von hinten natürlich alle beglitzert. Meine Teile sind ja immer beglitzert. Genau, das ist dieser süße Hase hier. Hier habe ich auch Strasssteinchen geklebt und eine Perle und ein Blatt als Hängerchen dran gemacht. Und das wäre Teil Nummer 1. Und dazu gehört dann diese Pfote. Ja, das ist eine weiße Pfote mit rotem Glitzer. Da habe ich einen großen roten Strassstein gesetzt und ja, eine rote Perle geklebt. So, das wäre dieses Set. Dann habe ich noch dieses. Und da werde ich jetzt einmal kurz das hier austauschen, weil wir hatten ja schon ein Set, in dem dieser Anhänger drin war. Ich hoffe, ich mache jetzt das hier nicht kaputt. Genau. Und dazu werde ich dann ja einen der Zauberstäbe nehmen. Genau. Dann nehmen wir dann diesen Zauberstab dazu. Ja, so finde ich das schöner. Also, als erstes haben wir hier diese süßen Küken. Die sind zucker, zucker süß. Da habe ich große Strasssteine gesetzt und da ist auch nur so ein Anhänger dran. Und die sind einfach so lieb. Zuckersüß. Und das zweite Teil in diesem Set wäre dann dieses. Die Zauberstäbe sind auch von hinten beglitzert. Ja, und vorne haben wir
Sticker. Einmal habe ich hier Sticker aufgeklebt. Das sind Puffy-Sticker. Das sind zwei kleine Schlüssel. Und hier habe ich Strasssteinchen geklebt. Ja, das Ganze ist ein Schlüsselanhänger. Ich denke, ich werde da noch ein Hängerchen dran machen. Der Schlüsselanhänger war noch nicht ganz fertig. Den habe ich ja jetzt mal ganz spontan getauscht, ne? Ja, also das wären diese Sets. Das sind die Ostersets. Genau. Also, bei Interesse einfach eine E-Mail an mich. So, das sind diese drei Sets. Dann habe ich einmal, und diese habe ich wirklich, nein, ich habe zwei. Ich habe zwei, genau, wollte gerade schon lügen. Also, dann habe ich einmal ein Set mit Gorgeous. Und zwar diese, das ist das Motiv auf der Schaukel. Da habe ich hier unten auch Strasssteinchen gesetzt. Hier oben habe ich einen roten Schmetterling und ein kleines Herz mit angehängt. Und dazu gehört dann diese Pfote. Ich finde, die passt einfach farbig perfekt dazu. Das ist diese Pfote mit diesem ganz dunklen Rot. Wie gesagt, das kann man so kaum erkennen, aber ja, es war rot. Und da habe ich noch ein Herz angehängt. Genau. So, das ist dann dieses Set. Dann habe ich noch eine Gorgeous. Und zwar diese. Das ist einmal diese. Da ist eine kleine Macke im Lack, aber gut. Ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, das ist diese Gorgeous. Da habe ich hier auch rote Strasssteinchen gesetzt. Und die hat eine rote Perle bekommen. Und dazu gehört dann diese Pfote in einem Bordeaux-Rot mit einem roten Strassstein und einer roten Perle. So, das ist dann dieses Set. So, das waren dann die Gorgeous. Und dann habe ich noch Einhörner. Genau. Genau. Und zwar habe ich einmal dieses. Das ist mein absolutes Lieblingseinhorn, weil ich finde das so putzig, wie das uns den Rücken zeigt. Da habe ich einen kleinen grünen Schmetterling angehängt. Der glitzert auch ein bisschen. Den habe ich auch selber gegossen. Und einen Stern. So, mein Sohn hatte eine kleine Auseinandersetzung mit unserem Hund. Ja, also da habe ich einen Schmetterling angehängt und einen kleinen Stern. Und dazu gehört diese Pfote in einem ganz hellen Rosa mit Glitzer. Der Hintergrund ist weiß, da habe ich auch nur einen kleinen Stein gesetzt und ja, eine kleine weiße Perle angehängt. Genau, das ist dann dieses Set. Dann habe ich dieses Set. Das ist dieses Einhorn. Das guckt ganz verträumt durch die Gegend. Da habe ich hier nur einen kleinen Sticker aufgeklebt und Strasssteinchen. Und das hat eine rosa Perle bekommen. Und dazu gehört dann dieser Zauberstab. Da habe ich hier einen kleinen Chihuahua aufgeklebt. Und ein paar Strasssteinchen und Herzchen. Das sind alles Puffy-Puffy-Sticker, genau. Und einen kleinen gelben Schlüssel habe ich da angehängt. Das ist dann dieses Set. Dann habe ich dieses Einhorn.
Das hat hier Strasssteinchen bekommen und eine kleine Schleife in der Mähne. Hier hängt ein kleines Sternchen noch an dem Schlüsselanhänger. So, jetzt. Und dazu gehört dann dieser Zauberstab. Da ist dann auch nochmal diese Schleife drauf. Wenn man die gerade drauf klebt, sieht das bestimmt auch besser aus. Na. So. Also da ist dann nochmal diese Schleife, die das Einhorn hier in der Mähne hat. Dann sind hier auch nochmal Sticker und Strasssteinchen. Ja. Genau, das ist dieser. Und da hängt eine kleine blaue Perle mit am Schlüsselring. No. Will er nicht? Will er jetzt. Genau, und das ist dann dieses Set. Dann habe ich noch dieses Einhorn. Und da habe ich jetzt gar nicht viel gemacht. Da habe ich nur drei Steinchen gesetzt. Da habe ich ja schon diese Motive mit eingegossen. Und das ist auch so süß. Dann hat es einen Schlüsselring bekommen und... Jo, Moment, ist ein bisschen verdreht. Jetzt habe ich es ganz verdreht. Andere Richtung. So, genau. Ja, es hat einen Schlüsselring bekommen und da hängt eine weiße und eine lila Perle dran. Also das sind die Perlen vom Teddy, die ich vor kurzem in einem Haul gezeigt habe. Da wurde ich gefragt, wie groß die sind. Und ihr seht, die sind wirklich richtig schön klein. Die finde ich ganz toll. So, und dazu gehört dann dieses Set. Das ist auch wieder ein Schlüsselanhänger. Da habe ich auch zwei Teile verarbeitet. Einmal diese Handtasche in Pink mit Glitzer. Und da sind auch Strasssteinchen geklebt. Und dann hier dieser Schuh mit Glitzer. Und da habe ich dann auf den Absatz die Strasssteinchen geklebt. Jo. Und das wäre dann dieses Set. So, und dann habe ich noch ein Set. Und das ist dieses Einhorn. Da habe ich hier auch einen Sticker auf diesen Stern, der schon eingegossen war, geklebt. Fand ich ganz niedlich. Und hier Strasssteinchen. Und da ist ein kleines rosa Herz und ein Stern angehängt. Und dazu gehört dann dieses Set. Da habe ich die Handtasche und einen Fächer verarbeitet. Der Fächer hat einmal komplett Strasssteinchen bekommen. Ja, und die Tasche wie bei den anderen auch. Und das ist dann dieses Set. Ja, das waren meine Sets, die ich euch zum Tausch anbiete. Also, wer jetzt Interesse hat an diesen Teilchen, der schreibt mir dann bitte eine E-Mail, wie gesagt, an meine E-Mail-Adresse, die verlinke ich unter dem Video, mit dem Betreff Tausch mit mir und dann kurz beschrieben, welches Set ihr haben möchtet. Nennt mir einfach die Farbe, die Gorgeous auf der Schaukel oder die Gorgeous mit den Herzchen. Ja, das kriegen wir dann auch schon auseinanderklamüsert, welches Set ihr dann haben möchtet. Ja, und wie gesagt, im Tausch dagegen, was ihr mir dann schickt, überlasse ich absolut euch. Eine Voraussetzung ist, oder ein Wunsch von mir ist, ein Teil sollte selbst gemacht sein. Ja, ich hoffe, die Idee gefällt euch. Ansonsten lesen wir uns.
Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch meldet und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.